Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterschleißheim in 60 Sekunden, heute vom Volksfestplatz Lohhof. Der Landkreis München hat seine Kommunen gebeten, Corona-Teststationen aufzubauen. Seit heute Morgen ist hier die erste Station in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in Betrieb gegangen. Neben mir steht der leitende Arzt, Herr Dr. Fritz Kiener, der Gott sei Dank diese Aufgabe übernommen hat, und vom Bayerischen Roten Kreuz, Herr Christoph Breitfeld. Herr Dr. Kiener, wer wird hier getestet? Getestet werden hier diejenigen, die von ihrem Hausarzt geschickt werden. Sie müssen Symptome haben, das heißt Fieber oder Husten oder ähnliche grippale Symptome. Und sie müssen unter Umständen auch einen Kontakt zu einem Covid-19-Erkrankten gehabt haben. Man kann ja mittlerweile nicht mehr sagen, aus einem Risikogebiet kommend, weil Risikogebiet mittlerweile überall ist. Herr Breitfeld, wie läuft es hier ab, die Testung? Das Wesentlichste an der ganzen Sache ist, dass der Patient von seinem Hausarzt diesen Test verordnet bekommt. Dann bekommt er von seinem Hausarzt mit der Verordnung auch die Anweisung, wie das hier abläuft. Er bekommt einen Merkzettel, den er sich genau ansehen soll, fährt dann zum Volksfestplatz und folgt den Anweisungen des Personals. Es findet eine Ausweiskontrolle statt und danach der Test. Ganz wichtig, unsere Bitte des Eigenschutzes wegen, lassen Sie Ihr Fenster so lange geschlossen, bis Sie vom Personal aufgefordert werden, dieses zu öffnen. Und es wird erst dann sein, wenn Sie das Teströhrchen bekommen. Das ist schlicht und ergreifend der Eigenschutz des ehrenamtlichen Personals, das hier den Test durchführt. Herr Dr. Kiener, wie erfahren die Patienten dann vom Ergebnis? Die Patienten werden über das Ergebnis von ihrem Hausarzt in Kenntnis gesetzt. Die Laboratorien sind mittlerweile an der Grenze angekommen. Es kann also gut sein, dass das Testergebnis bis zu 36 Stunden dauert. Normalerweise ruft sie bei positivem Ergebnis der Hausarzt auf alle Fälle an. Sicherheitshalber können Sie ja zurückrufen, aber nicht vor 36 Stunden. Herr Dr. Kiener, haben Sie einen Schlussappell an die Bevölkerung? Ja, einen Appell, der mir sehr am Herzen liegt. Wir beobachten in letzter Zeit, wir machen ja in der Praxis bereits seit gut einer Woche diese Abstriche, dass die Durchseuchung deutlich zunimmt. Und ich sehe auf der anderen Seite, wenn ich durch Unterschleißheim fahre, weil ich dienstlich unterwegs bin, dass immer größere Gruppen von Menschen oder auch jungen Menschen noch zusammenstehen in nächster Nähe, also nicht so wie wir jetzt mit Abstand von 1,5 Meter mindestens, sondern längere Zeit dicht aufeinander stehen, und das ist eine große Gefahr, auch wenn das junge Leute sind, die möglicherweise nicht oder nur leicht daran erkranken. Sie tragen das Virus weiter an die Familie, und selbst wenn sie sagen, meine Oma ist ja isoliert, die besuche ich nicht, aber sie können auch die Mitarbeiterin in der Tankstelle oder im Lebensmittelgeschäft infizieren, und dann bekommen auch diese jungen Leute irgendwann nichts mehr zu essen und kein Benzin mehr. Und deshalb appelliere ich an alle: Bleiben Sie, soweit es geht, zu Hause. Wenn Sie sich treffen, halten Sie den Abstand so wie hier. Wir sprechen Sie dem anderen nicht direkt ins Gesicht. So können Sie es vermeiden. Und bedenken Sie, auch junge Menschen können schwer daran erkranken, bis hin zum Todesfall. Es trifft zwar häufiger die Älteren, das heißt aber nicht, dass junge Menschen nicht ernsthaft krank werden können. Und das bitte ich alle Menschen zu berücksichtigen hier in Unterschleißheim, damit das Ganze schnellstmöglich gut an uns vorübergeht. Vielen Dank an die beiden Herren und an alle, die hier hauptsächlich ehrenamtlich mitarbeiten. Bleiben Sie gesund, wir sehen uns wieder.